Servus, liebe Leute, und willkommen bei den Gruftkönigen von Khemri. Die sind jetzt endlich draußen und ich mache hier ein erstes Video mit denen. Ich bin jetzt die nächsten 3 Wochen nicht da. Es wird trotzdem Content kommen, aber nicht so ganz regelmäßig wie normal. Erst nur wahrscheinlich so alle 2 Tage statt jeden Tag. Und aber ich wollte es mir jetzt nicht nehmen lassen, trotzdem noch wenigstens eine Schlacht mit den Gruftkönigen zu spielen. Und wir spielen gegen das Imperium und haben eine fette Frontlinie aus kämmerischen, nehekarischen Kriegern dabei. Und wir haben, wir sind natürlich keine Pussys, sondern wir sind echte Gruftkönige-Spieler und haben deswegen 2 Einheiten von diesen Streitwägen hier dabei. Bin mal gespannt, wie die sich so schlagen werden. Die Gruftkönige sind ja eigentlich eine Streitwagenfraktion. Und wir spielen mit Archeon dem Schwarzen oder Arkan dem Schwarzen, der uns die Todesmagie mitbringt. Und wenn ihr mit seiner Fraktion spielt, könnt ihr auch die Fledermäuse, Hunde und, glaube ich, Gruftghule mitbringen. Was wir auch gemacht haben hier. Lustige Sache, dass man das machen kann. Ich dachte, das wird eher so eine Kampagnen-Ding, aber nee, es ist tatsächlich so, dass ihr das mit den im Multiplayer auch machen könnt. Dann haben wir noch eine Einheit, 3 Einheiten Bogenschützen dabei. Die Bogenschützen der Gruftkönige sind ziemlich nice. Ziemlich billig, deswegen sind sie nice. Und wir spielen gegen das Imperium und gucken mal, wie wir uns so schlagen werden. Mal schauen. Das Imperium hat ja auch ein paar Buffs bekommen. Er hat hier in Vorhut schon platziert 2 Pistoliere. Die Frage ist nur, ob sich's rentiert, gegen die Pistoliere jetzt vorzugehen mit unseren Einheiten. Ich glaube, ich ignoriere sie einfach mal. Weil ich glaube, ich kann sie eh nicht fangen. Ich kann sie höchstens beschießen mit meinen Bögen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Denk mal, das ist eine ganz gute Sache, weil er hat ansonsten noch Volkmar dabei. Dann eine Menge Schwertkämpfer in der Front, Speere an den Flanken, Hellebarden und einen Raketenwerfer. Interessant. Okay, er will hier nicht mehr weiterspielen, also gehen wir mal weiter. Arkan geht hier weiter vor. Unsere Speere gehen mal zu den Pistolieren, weil die haben Schilde, die können sich gegen die ganz gut wehren. Und dann wollen wir mal sehen, er hat hier die Silberkugel in der Front. Die wird dann natürlich dann zurückziehen. Guck mal, ob wir mit den Wägen hier schon mal ein bisschen reinkommen. Und dann schießt er jetzt hier auf die Keprische Garde. Das ist ein gutes Ziel auf jeden Fall. Wir haben Finsternis und Verzweiflung dabei. Einfach nochmal für den extra Terror und den Moralschaden, den wir hier machen wollen. Und gucken wir mal. Wir geben mal einen Angriffsbefehl. Diese Garde hier, die geht mal hier einfach rein. Ihr geht mal da drauf. Ihr geht da drauf. Ihr guckt mal, ob ihr hier flankieren könnt. Unsere Bögen sollen hier eigentlich mal feuern. Unsere Wägen können weiterziehen. Ansonsten gehen wir mit Arkan auch schon mal weiter. Ach so, und wir haben ja auch noch die Wölfe. Die kommen hier hinten rein. Vielleicht hattet ihr übersehen, hoffentlich. Schauen wir mal. Ihr flankiert mal bitte. Ihr geht hier hin. Ihr geht mal. Ja, wir werden jetzt hier so ein bisschen bloppen. Aber ist okay. Die einen Wägen haben wir leider schon so ein bisschen verhunzt. Da sind wir jetzt leider nicht mehr rausgekommen. Das war früher mal einfacher. Arkan geht hier weiter. Hier gehen wir mal jetzt um die Seite rum. Ich denke mal, mit den Schwertkämpfern dürfen wir eigentlich gar nicht so viele Probleme haben. Es sind schon Pistoliere, ne? Ja, schon. Okay, Arkan, bitte einmal durch. Wird jetzt hier beschossen. Mit den Wägen hier gehen wir mal darum. Die Hunde kommen jetzt hier rein. Er hat sie allerdings entdeckt. Wir können mal gucken, ob wir es ein bisschen ausmanövrieren können. Mit den Jungs hier brechen wir hier mal so ein bisschen durch. Die Wägen, die haben wir noch übrig, das passt. Die gehen mal hier jetzt durch. Arkan muss aufpassen, dass es nicht von den Damies gefangen wird. Deswegen hauen wir mal so ein bisschen ab. Wir können mal diese physische Resistenz hier casten. Und dann gleich mal ein Fate of Buna auf die Demis. Ich glaube, er hat keine...
Keine Lebensmagie, das ist ganz gut. Mit denen brechen wir hier jetzt mal durch, gucken wir, ob das klappt. Und brechen wir hier so auf die durch. Auch mit den Wägen, doch, er hat Feuermagie, okay. Interessant. Hier hat er jetzt tatsächlich unsere Bogenschützen angegriffen. Das war ein kleiner Mikrofehler von mir. Arkan kann mal so lang verfolgbar angehen mit seiner Magie. Das Ding ist. Achso, stimmt, diese physische Resistenz, dieses Schild hier, das ist natürlich ganz cool. Die Hunde haben hier eine super Arbeit schon gemacht, haben die Kanone ausgeschalten, das passt. Unsere Bögen, die werden zwar jetzt Schaden nehmen hier bei dem. Beim Kampf gegen die Jungs hier drüben, gegen die Pistoliere, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt können wir hier mal auf die Demis feuern und gehen hier mal mit unseren Herkada-Kriegern rein. Die Wägen hier, die können mal zurück und einmal einen kurzen Ansturm auf die Pistoliere wagen. Mal gucken, dann hier durchbrechen. Die kämpfischen Krieger, die können hier durchaus mal diese Pistoliere verfolgen. Hier gehen wir weiter. Arkan kann nochmal ein bisschen Magie sparen und dann nochmal die Demigreifen hier angehen. Und jetzt kann man mit den Bögen hier mal Volk mal fokussieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Die Frage ist, ob wir jetzt wirklich nochmal einen Pferd of Juno auf die Demis casten wollen oder nicht. Ich glaube, es wäre fast besser, wir machen es auf diese helle Baden hier. Weil die könnten uns vielleicht auch nochmal zu einem Problem werden. Eventuell, mal gucken. Wir können hier schon mal die Ushabti beschwören, das machen wir mal hier drüben. Und die Pistoliere hier drüben hat er hoffentlich vergessen. Die Wägen hier müssen mal weg. Arkan, wir können die Speere, die hier so ein bisschen rumstehen, mal hier auf Volkmar lenken. Und die Bögen dürften hier eigentlich ganz gut Ärger machen an Arkan. So. Die Pistole hier drüben, die nerven mich jetzt gerade so ein bisschen, weil er hat sie wieder entdeckt. Wir gehen mal mit unseren kämmerischen Kriegern hier rüber. Diese kämmerischen Krieger, die gehen mal hier zu den Pistolieren rüber und ärgern die weiter. Arkan, der kann mal den Kampf hier drüben gewinnen. Und ich hoffe mal, dass wir mit der Hilfe der Bögen hier ein bisschen Schaden an Volk mal machen können. Hier, den Kampf, den dürfen wir eigentlich gewonnen haben. Und die Bögen, die müssen jetzt echt Volkmar töten. Das wäre schon gut. Ich weiß nicht, Arkan ist die Frage, ob wir mit dem gegen Volkmar eine Chance haben. Wir können auf jeden Fall ihn mal ein bisschen ärgern. Das ist schon mal Fakt. Und was jetzt halt cool wäre, wenn wir diesen Spruch hätten, mit dem wir ihn verlangsamen könnten. Das wäre noch ziemlich geil. Aber ich denke, wenn wir es schaffen können, Volkmar hier zu killen, dann war es das für die Moral des Imperiums hier. Und das Imperium, ich habe vorhin schon mal ein bisschen getestet, ob wir mit dem... Ob das Imperium jetzt wieder besser dasteht. Ich kann es noch nicht genau sagen. Mal sehen. Wie es für das Imperium jetzt gerade so aussieht. Ich hoffe mal, dass es... Also ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Unsere Rusty Arrows hier, diese Gespensterlegion, ist leider schon tot jetzt. Das wäre noch wichtig gewesen, um Volk mal hier Platz zu kriegen, aber es dürfte eigentlich gleich niedergehen. Hoffen wir es mal. Und wenn der tot ist, dann dürfte eigentlich Arkan hier kein Problem mehr damit haben, mit Hilfe von dem Zauber hier, der allerdings Overcasted 14 kostet, das Imperium hier zu brechen. Wir brechen mal die Moral des Magiers, weil der ist noch das Wichtigste hier in der Armee gerade. Hier kommt eine Einheit, Schwertkämpfer zurück, mit denen ich leider nicht mehr gerechnet habe, aber hier brechen wir jetzt ja die Moral von die Magier und damit auch die der Armee. Und das dürfte es gewesen sein, denke ich mal. Jetzt können wir hier mit Arkan da noch rein chargen und die westlichen Schwertkämpfer hier platt machen. Ja, erstes Match jetzt mit den Gruftkönigen ist auf jeden Fall eine echt spaßige Fraktion. Die Wägen, die können bestimmt gut Schaden machen, aber die sind halt wirklich ziemlich squishy.
Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit denen nicht zu unvorsichtig wird. Ich denke mal, dass die trotzdem ganz gut sind, weil den Schaden, den die rausballern, der ist schon massiv. Gerade wenn ihr bedenkt, dass diese Schäden ja keinen Schaden an einzelnen Modellen machen, so, sondern eher einen Schaden machen, der sich auf alle Gegner verteilt. GG, mein Guter. Deswegen unterschätzt es nicht, die Kills, die ihr mit denen am Ende dann im Endscreen stehen habt, nicht unterschätzen. Die sind nicht unbedingt repräsentativ für die Performance, die die Einheit gebracht hat, aber ansonsten hier diese nehekalischen Krieger sind, denke ich, eine ganz gute Wahl gegen das Imperium. Guckt mal her, 45 Kills immerhin für die Höllensturmrocken, Raketenlafette ist für so eine, für die Einheit ungewöhnlich gut. Sollte aber ungefähr das Doppelte sein, wenn man den Preis berücksichtigt, den das Ding kostet. Aber ich habe vorhin schon mal ein Match gehabt mit dem Imperium, mit der Höllenfeuer-Salvenkanone. Die ist jetzt eine Überlegung wert. Die ist auf jeden Fall wesentlich besser, als sie vorher war. Das muss man echt sagen. Und ja, geil auf jeden Fall. Ich freue mich, dass die Gruftkönige jetzt endlich draußen sind. Eine richtig coole Fraktion. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.